Was sind denn die ersten Gedanken, wenn man das Wort Olympia hört? Freude. Also Freude, Emotionen, alles so miteinander. Eigentlich ist es immer so ein Traum gewesen. Und dass der jetzt wahr wird, kann ich eigentlich immer noch nicht so richtig verstehen und auch kann es auch gar nicht so richtig begreifen, weil man in seinem normalen Trainingsrhythmus ist. Aber ich schätze mal, so mit der Einkleidung, mit dem Flug dorthin, dann wird alles sehr emotional und aufregend werden. Warum ist denn Olympia für die Sportler immer so ein Traum? Na, es ist einfach, man kennt es ja von klein auf, also ich kann mich da zumindest dran erinnern, als ich klein war und es hieß, es sind die Olympischen Spiele, dann saß man immer nach der Schule im Sommer, hat den Fernseher angemacht, jede Sportart geguckt, es ja, findet nur alle 4 Jahre statt, deshalb ist es ein Riesen-Event und auch so ein bisschen dieses Motto, dabei sein ist alles, das heißt wirklich, es bei uns im Badminton jetzt speziell, wir haben jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, klar ist es besonders, aber wenn man alle 4 Jahre nur Olympia hat, ist es nochmal vom Stellenwert viel, viel, viel höher. Was glaubst du denn, was dich da erwartet? Ja, also ich bin im Moment noch sehr aufgeregt, was mich da erwartet. Ich hoffe halt einfach, dass dieses olympische Dorf, wovon ich immer gehört habe, dass es da ja wahnsinnig sein soll, wenn man da allein reinkommt, wenn man sieht, wo man wohnt, das deutsche Haus. Ich habe bis jetzt nur Bilder gesehen und ja, was mich genau erwartet, weiß ich gar nicht genau. Deshalb bin ich, glaube ich, auch so aufgeregt. Ich freue mich auf die Sportler, verschiedene Leute kennenzulernen und auch Kontakte zu knüpfen und auch einfach für mich eine ganz tolle Zeit zu haben da vor Ort. Bei so vielen Sachen, die dann auf einen einprasseln, hast du da nicht Angst, dass du da den Wettkampf total vergisst? Ja, also da muss man echt aufpassen. Wir sind so mittendrin, wir sind auch relativ früh schon da vor dem Wettkampf, aber zur Akklimatisierung ist es eigentlich ganz gut und man muss schon sehen als Sportler, dass man sich ein bisschen abschirmt und wirklich auch den Fokus erstmal dem Wettkampf im Sinn hat und nicht irgendwo hinfährt, weiß nicht, sich Rio anguckt oder Party macht. Das habe ich mir fest vorgenommen, das machen eigentlich auch, denke ich mal, alle Sportler, weil alle sind so diszipliniert gewesen, sich für Olympia zu qualifizieren. Und das ist das Highlight und man will da natürlich gut abschneiden und alles, was danach kommt, ist dann einfach nur Freude, andere Leute zu unterstützen vom deutschen Team, ja. Gibt es eine Sportlerin oder einen Sportler, den du da unbedingt mal treffen möchtest? Also ich muss ja sagen, ich habe schon öfter über die Frage nachgedacht, weil die kam schon sehr, sehr oft. Ich interessiere mich natürlich sehr auch für Tennis, muss ich sagen. Dass ich da jetzt speziell eine Person unbedingt treffen möchte, ist so ein bisschen... sei dahingestellt, aber ich interessiere mich schon sehr für Angelique Kerber, weil sie einfach von Typ her nicht mir ähnelt, aber ich identifiziere mich sehr viel damit, so eine Kämpferin und sie hat natürlich jetzt ein super Ergebnis gehabt. Sie dort zu treffen wäre, glaube ich, ganz schön. Klar, vom Leichtathletik gibt es Ziele, wo man natürlich, wenn man die trifft, Basketball, also ich glaube, es ist in jeder Sportart einfach wahnsinnig, die Leute dann wirklich vor Ort zu sehen, live zu sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht als Sportler teilweise die Leute gar nicht erkennt, die dann vor einem stehen, weil man sie immer nur aus dem Fernsehen kennt. Aber ja, ich freue mich einfach drauf, wen ich da dann alles treffen werde. Was erwartest du sportlich von dir selbst? Im Badminton ist es so, dass wir Gruppenspiele haben. Das erste Ziel ist natürlich, die Gruppe zu überstehen, weil es ist durch das Auslosverfahren sehr schwierig, da eine gute Gruppe zu haben. Man macht auf jeden Fall 2 bis 3 Spiele, dann wird man sehen, ob man die guten Asiaten schon in der Gruppe hat oder nicht. Ich will für mich persönlich meine Bestleistung zeigen und dort trainiere ich hin, dass ich dort einfach körperlich und leistungsfähig an meinem Höhepunkt bin und was dann dabei rausspringt, wird man sehen, aber man muss auch realistisch sein, dass ich jetzt keine Medaillenhoffnung bin im Badminton, aber bei Olympia sage ich immer, es ist alles möglich. Was fasziniert an Badminton? Warum müssen alle Brasilianer unbedingt da in die Halle kommen und Badminton schauen? Es ist sehr vielseitig, die Sportart. Also man muss unglaublich schnell reaktionsfähig sein. Es ist ausdauernd, eine sehr schnelle Sportart, aber auch sehr sprungintensiv. Die Unterschiede von Frauen zu Männern, das zu beobachten, finde ich, ist extrem. Generell, Badminton hat sich sehr entwickelt in der letzten Zeit. Europa ist immer stärker geworden und ich glaube einfach viele Leute, die Badminton aus der Schulsportart kennen oder aus dem Federball so, die finden es interessant, das wirklich als Leistungssportart zu sehen, weil dann sehen die den Unterschied einfach aufgrund der Schnelligkeit, wie schnell die Leute sind, wie schnell die Bälle gespielt werden, wie hart die Bälle gespielt werden. Ja, ich freue mich, wenn viele gucken kommen und ich hoffe, dass Badminton vielleicht dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Publikum wird. Wir werden natürlich alles dafür tun. Mal schauen, ob uns das gelingt.